Und hier kommt das letzte Video 2014 von Let's Play Markus, kleine Silvesteransprache. Aber vor allen Dingen möchte ich erklären, was es Januar, Februar auf meinem Kanal geben wird, was da los ist, weil schon Gerüchte durchgesickert sind von wegen, oh mein Gott, er hört auf, er macht keine Videos mehr. Tja, wer weiß, ja, aber in jedem Gerücht steckt ein Fünkchen Wahrheit. Ich werde es euch erklären, aber ihr müsst mir dazu vollkommen, ihr müsst mir von vorne bis hinten zuhören. Ich kann nicht beim Ende anfangen, das zu erklären, sondern ihr müsst die Vorgeschichte so verstehen. Also wenn wir jetzt erstmal rein darüber philosophieren, was 2014 auf YouTube, rein YouTube-technisch los war, müssen wir erstmal beleuchten, was vor 2014 war. Ich erkläre es euch, ne? Eins nach dem anderen, wenn ihr jetzt mal zuhört. Ende 2013 waren sehr, sehr viele neue Projekte dabei. Also viele Blind-Projekte, neue Games sind erschienen, um ein paar Beispiele zu nennen. Pokémon Y, mega genial, aber nichtsdestotrotz, es war Blind. Dann, okay, Zelda The Wind Waker HD, das zählt nicht so ganz, das kannte ich ja schon vom Gamecube, ja. Sonic Unleashed, okay, kein brandneues Spiel, aber es war Blind und ich hab's nicht gekannt. Da gab's ja auch diese Parts, wo ich so übelst krank war, also ein Part wirklich mit dem Wehrigel in der Stadt, da war ich ja todsterbenskrank und hab Let's Played, also das ging mal gar nicht und das hat mich so gestresst. Dann Super Mario 3D World, was für ein geiles Spiel, ne? Aber nichtsdestotrotz war es Blind. Oder Pokémon Feuergrün, so viel Humor, aber trotzdem das ganze Offscreen-Training und zwar auch nicht immer angenehm. Was den Vogel abgeschossen hat, das war Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant. Ja. Ja, das hat mich alles, hat mich ziemlich viel gedrückt. Dazu Projekte zum Auflockern gebraucht. Banjo-Tooie war dabei oder eben Pokémon Snap, auch wenn es relativ kurz war. Oder auch Mario Kart DS, Newer Super Mario Bros. Wii, so Sachen. Sonic Generations 3DS, das hat es jetzt auch nicht so alles gebracht. Kurzum, ich hatte zu der Zeit wirklich ein bisschen mit Motivationsproblemen zu kämpfen, was Let's Plays angeht. Das hört sich jetzt immer so ein bisschen blöd an, aber es war ein bisschen zu viel einfach, finde ich, da 2013. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ein Let's Player damit umgeht. Es gibt ja die Art von Let's Player, die sofort sagen, ich mache Pause, ich bin total ausgelaugt, ich mache jetzt einen Monat keine Videos mehr, machen nach zwei Tagen dann doch wieder Videos. Einfach weil sie Bock haben und so wird es mir natürlich auch gehen. Und da habe ich das Jahr 2014 halt ein bisschen schwieriger begonnen, aber mein Rezept, was dann auch funktioniert hat, war einfach Spiele zu Let's Playen, die ich super kenne und die mir einfach Spaß machen. Also nicht Blind-Projekte, sondern ja, größtenteils wurden es dann Against, einfach weil ich die Spiele, die ich schon super kenne und die mir am meisten Spaß machen, schon mal in Let's Play habe. Ich rede da explizit von den 2D Sonics, nämlich Sonic 1, 2, 3 und den 2D Marios, nämlich Super Mario Bros. 3 und Super Mario Bros. 2. Und das war cool, dann ging es mir wieder gut, um das mal zu erklären. Also deswegen, immer wenn ich mir so denke, da denke ich mir, komm, mach doch ein Spiel, das du geil findest, das du kennst, wo du weißt, wo du lang musst. Also Banjo-Tooie, das war, wann war das denn? September bis November 2013. Das war echt balsam für meine Seele, muss ich sagen. Weil ich mich da so ausgekannt habe. Ihr habt gemerkt, wie mir das Spaß gemacht hat. So, aber dann 2014 hat dann ganz gut angefangen mit schönen Abenteuern. Ja. Neben den bereits erwähnten werden 2014 die beiden Banjo-Kazooie-Games, die weniger glamourös sind für GBA und Xbox 63, werden WarioWare Touch, Bomberman 64 auch, ja. Earthbound war dann auch so eine Geschichte, da hat er auch schon 2013 angefangen, was dann sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch immer stressig war, auch mit dem Übersetzungstool und so. Und dann kam schon eine Sache, da ging ich schon langsam los mit Nintendo. Das erste Spiel, was ich mir zur Verfügung gestellt habe, war einfach Donkey Kong Country Tropical Freeze. War eine richtig tolle Angelegenheit, Kontakt mit Nintendo zu haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und so hat das funktioniert dann auch mit Yoshi's New Island, Preview Parts und so. Das war auch der Grund, warum ich dann auch aus Motivationsgründen mir gedacht hatte, also nicht falsch verstehen, ne? Also Let's Play macht mir echt Bock, ich zwinge mich zu nichts. Deswegen, bevor ich mich zu irgendwas zwinge, keine Ahnung, Let's Play, Super Meat Boy, mache ich dann doch lieber Donkey Kong Country 1, 2 und 3, habe ich gemacht. Oder Sonic Adventure 1 und 2, ebenfalls, einfach weil ich wollte und Bock drauf hatte. Und weil die HD-Version ziemlich geil aussah. Und Conker's Bad Fur Day hatten wir ein positives Beispiel für ein neues Spiel war NES Remix 2. Hat übelst viel Spaß gemacht oder Super Smash Bros. Brawl. Und dann war ich halt wieder offen für neue Sachen. Wir hatten Kirby Triple Deluxe, wir hatten Dragon Ball Raging Blast und Revenge of King Piccolo.
Mario 64 DS, teilweise, aber größtenteils habe ich mich natürlich ausgekannt. Da war die große Vorfreude auf Oddworld New and Tasty, geiles Let's Play, unbedingt mal reinschauen, 21 Parts im Endeffekt. Wir hatten die Sonic Hacks, was das Ganze schön aufgelockert hat, ne, das war eine tolle Angelegenheit. Mario World, Sonic Colors, Smash Bros. 3 DS, ja. Fantasy Life, Zelda Majora's Mask, Pikmin, Mario Land 2, Tomodachi Life und Mario Kart 8 natürlich. Aber jetzt mal abseits von den Projekten ist 2014 auch sehr viel anderes geschehen. Neben den Sachen mit Nintendo, dass nicht nur, dass sie mir die Spiele als Rezensionsmuster zur Verfügung stellen, was es Let's Playen dann auch erleichtert und entgegenkommt, war halt auch die Gamescom. Also die Gamescom fand statt. Ich habe mich in letzter Sekunde dafür entschieden, hinzureisen mit dem Ardo, weil YouTube mich eingeladen hat mit den anderen Gaming-Kanälen, mit den deutschen Top-Gaming-Kanälen. Schön ausgedrückt, glaube ich. Und da habe ich die ganzen Leute persönlich kennengelernt. Ne? Allen voran muss man einfach sagen, Sui Shumaro, Looks Like Link, Domtendo. Also das war schon eine Erfahrung und genau mit denen hatte ich dann auch zum Beispiel die Events in Frankfurt für Super Smash Bros. Wii U und so weiter und so fort. Was immer viel Spaß macht, weil die Jungs sind alle, das macht einfach, wir sind schon ein bunter Haufen. Und das ist natürlich eine Erfahrung und wenn man mal sieht, wie sich 2014 da alles weiterentwickelt hat, das ist eine großartige Angelegenheit. Ja, und dann ging es weiter. Wir hatten Luigi's Mansion, wir hatten FIFA 15, Captain Toad, aber es hat sich die ganze Zeit schon angedeutet, dass der Ende des Jahres echt mies wird. Ich habe das schon vor über einem Jahr gesagt, dass Super Smash Bros. Wii U Ende 2014 zum Weihnachtsgeschäft erscheinen wird. Genauso wie das nächste Legend of Zelda genau einem Jahr erscheinen wird. Nicht im Frühjahr, nicht im Sommer, nicht im Herbst. Weihnachtsgeschäft in einem Jahr. The Legend of Zelda für Wii U, das neue Abenteuer. Glaubt's mir. Ja, Captain Toad haben wir schon begonnen. Sonic Boom natürlich. Pokémon Omega Rubin, Super Smash Bros. Wii U. Brauche ich euch nicht erzählen. Alles schöne Games. Was sich auch verändert hat, ist halt der Qualitätsstandard, sag ich mal. Ich habe immer nur auf 720p vertraut und ehrlich gesagt gab es auch einen Unterschied. Ich habe mitten in... Ja, ich habe halt auch meine Aufnahmesoftware... eine andere genommen. hier, Deutsch. Lernst du Deutsch? Eine andere Elgato. Dann kamen 60 FPS natürlich dazu. Und durch meinen neuen Computer hat sich das wieder ausgeglichen, dass es im Rahmen des Machbaren lag. 60 FPS, was ja doppelt so viel ist wie 30 FPS und das Rendern dann doppelt so lange braucht. Wenn ihr da so ein Video habt, ne? Ihr chillt da und guckt euch so ein 20-Minuten-Video an und geil. Und ich sag mal so, was dahinter steckt. Ich hab's ja zwar schon oft erklärt, aber es geht erstmal die Vorrecherche. Ist von Vorteil. Man kann sich auch total blind in alles reinstürzen, aber das, ne? Und dann zockt man, kommentiert und ich brauche ein bisschen, bis ich drin bin. Ich kann nicht sofort immer Willkommen zurück sagen, schon allein bei diesem Infovideo, was ich gerade drehe, wo ich auch fünfmal jetzt angefangen habe und mir dachte so, nee, das nimmst du nochmal von neu auf. Ja, und wenn man erstmal durchgezockt hat und das erstmal verarbeiten muss, sowohl die Videodatei mit den Ingame-Sounds als auch meine Stimme quasi, das später bearbeiten in Adobe Premiere, höchst professionell mit der sogenannten Bauchbinde, das heißt diese Animation von wegen hier Daumen hoch und sowas. Was noch weiche Blende, was euch gar nicht auffällt, wenn zum Beispiel in Sonic Boom Zwischensequenzen kommen, dass ich da wirklich immer schneide. Also ich muss mir immer den kompletten Part dann nochmal anschauen. Synchronisieren natürlich erstmal meine Stimme mit dem Geschehen und auch zusehen bei Zwischensequenzen, wie gesagt, schneiden und halt auch die Lautstärke tue ich immer anpassen. Das ist relativ wichtig, denn das ist ein berühmter Anfängerfehler, einfach der Ingame-Sound viel lauter als die Stimme zu machen. Ja, und dann halt auch mit, ich weiß den Begriff jetzt gar nicht mehr, aber so viele Videoeffekte, Audioeffekte, dass halt nicht sofort die Lautstärke umspringt, blub, wie es zum Beispiel bei Let's Play Resident Evil 6 noch der Fall war. Da habt ihr immer gemerkt, wenn ich die Lautstärke hoch oder runter gemacht habe.
und all sowas, Sachen, weiche Blende am Ende und, was da alles dahinter steckt. Und das erstmal zu rendern. Ja, da dieses 20-Minuten-Video rendert auf 1080p und 60 FPS, das dauert schon mal 2 Stunden einfach, wo du nichts anderes am PC machen kannst. Okay, mein neuer PC ist ein Killer. Aber der davor, der hätte es gar nicht in 2 Stunden geschafft. Das wären ja schon locker 6 Stunden gewesen für ein Video. So, und ihr bekommt dann 3 Videos am Tag. Dann sind es schon mal 18 Stunden. Allein fürs Rendern. Ladet das nochmal hoch. Okay, ich habe auch ein Killer-Internet. Das braucht's alles. Ich will mich nicht beschweren, weil es macht einfach Spaß. Und wisst ihr, was mir halt die meiste Freude bereitet, ist gar nicht so... Okay, das zockt man sich natürlich auch. Aber das ist schon immer gewesen, seit 2005, wo ich auf YouTube bin. Dieses Feedback. Einfach, wenn du was hochlädst und andere Leute sehen das und schreiben Kommentare dazu. Das ist wirklich immer noch mein größter Ansporn. Gut, du lädst es hoch, du machst Anmerkungen. Ihr wisst schon, vorheriger Part, nächster Part und alles. Kümmert sich um die Playlist. Thumbnails, ganz wichtig. Ich kann inzwischen meine Thumbnails alleine machen. Braucht den Zetzler-LP nicht mehr so häufig dafür. Nur noch selten. Ich mache mir die meistens allein. Höchstens wird ein Projekt vorbereitet, aber selbst das in letzter Zeit nicht mehr. Und das ist Dauer, das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch. Und an der Stelle möchte ich nur mal sagen, das ist echt ein Witz, wenn Leute keinen Daumen hoch geben, weil es ihnen zu anstrengend ist, ja, wenn man da selbst den ganzen Tag nichts anderes macht, damit die Leute 3 Videos am Tag haben. Da habe ich mir gedacht so, ey, Markus, du brauchst mal Urlaub, du. Hör mal auf jetzt. Nein, aufhören auf keinen Fall. Aber ich habe mir gedacht, was machst du? Wie willst du zurechtkommen? Weil 2014, ja, ich habe sehr viel in Sachen YouTube und Gamescom und so gemacht. Aber wenn ich gucke, was habe ich abgesehen von meinem ganzen PC gemacht? Tja, wo war das Leben? Sag mal so, zumindest 90% jeden Tag gehörte alles YouTube. Und das mit Leidenschaft, mit Herz. Das klingt immer so vorwurfsvoll an euch, ne? Aber das ist ja gar nicht der Fall. Ich wollte es ja selbst, ich wollte es ja auch. Und es hat mich auch vorangebracht. Ich muss sagen, also... Wenn man jetzt so rein auf die Klicks und die Abos achtet, ja, wer die 100.000 Abonnenten erreicht, von YouTube hängt deine Auszeichnung im Flur. Also Sachen, das zeigt mir auch wirklich, du machst nicht alles verkehrt, ja. Du kriegst deine Bestätigung, dass du, was du machst, das kommt an. Du machst ab und zu mal Leute glücklich damit. Das ist toll, irgendwie, schönes Gefühl. Aber sonst habe ich 2014 nicht viel gemacht und das würde ich gerne ändern. So ein bisschen schon, ne? Ich muss sagen, dass ich jetzt Anfang Dezember auch so ein bisschen ausgelaugt bin. War nicht immer einfach, also es gab so den einen oder anderen Pokémon Omega Rubin Part, wo ihr vielleicht gemerkt habt, so, was war mit dem los? Manchmal läuft es halt nicht immer so rund. Aber ich habe mir schon seit Juli, ich sag das ganz genau, seit Juli habe ich meinen Plan im Kopf. Und zwar Januar, Februar, chillst du mal, Junge. Und zwar, ich chill jetzt mal im Januar, Februar. Du hältst den Juli durch, du hältst den August durch, also mit dem typischen 3 Videos am Tag, ne? Plus, minus. Du hältst den September durch, du hältst den Oktober durch, du hältst den November durch, du hältst den Dezember durch. Und dann chillst du mal. Weil Januar, Februar, das ist jetzt die Kernaussage. Chill ich mal. Ja? Ganz im Ernst. Ich werde dann YouTube nicht mehr meinen Tagesablauf zu 90-95% YouTube schenken, sondern nur noch zu 50%, sag ich mal. Einfach um neue Energie zu tanken. Wer jetzt glaubt, von wegen so, oh mein Gott, er macht weniger Videos. Das gibt's ja nicht. Der wird aufhören. Das ist die falsche Richtung. Auf keinen Fall. Und zwar, ich bin ans Mikrofon gekommen. Hoffentlich habt ihr das nicht gehört. Ich muss gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Läufst du noch, Aufnahme? Ich bin so oft schon gegen das Mikro gekommen und hat die Aufnahme aufgehört. Und ich habe dann irgendwie Parts aufgenommen, hab's gar nicht gemerkt. Ey, boah, krieg ich da die Schreikrampf. Aber zum Glück nur bei Mario Kart 8. Da kann man ja sofort dann wieder Online-Rennen machen. Naja. Gut, jetzt bin ich total aus dem Konzept raus. Nee, ihr müsst mir halt auch mal so ein bisschen mehr Abstand gönnen. Ich kann mir denken, dass es jetzt wieder einige gibt, die sagen so, nein, du bist eine Maschine, mach meine Let's Plays. Aber das habe ich zum Beispiel... letzten Januar, wie ich da abgegangen bin. Ich hatte so viele Projekte gestartet mit Earthbound, Pokémon Heartgold, all das. Habe ich alles gestartet und ich hatte noch, dann hatte ich die ganzen super geilen 2D-Marios und 2D-Sonics, habe ich alle gezockt. Also wer Bock hat,
wer noch nicht so lange dabei ist, einfach echt in meine Let's Play-Übersicht gehen und aussuchen. Ich habe da über 170 abgeschlossene Projekte. Nicht alle sind sehenswert, aber eigentlich so ziemlich viele, ne? Also, ihr habt noch nicht alles gesehen, du. Ich glaube, es gibt keinen mehr, der alles gesehen hat, von mir abgesehen. Gab es immer viele, die das behauptet haben, aber inzwischen glaube ich, so eine Person gibt es nicht mehr, die alle meine 4000, noch was, fast 5000 Videos gesehen hat. Aber so ein, das eine oder andere könnt ihr euch reinziehen. Also würde ich mich wirklich sehr freuen, weil ich kriege auch Benachrichtigungen, wenn ihr die alten LPs schaut und kommentiert. Und da freue ich mir ehrlich gesagt immer einen Ast ab. Oder wenn ich sehe, hinterher, ich gehe auf ein altes Video und sehe, das hat ja verdammt viele Aufrufe inzwischen. Das freut mich dann einfach, wenn das irgendwie interessant ist. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der Finalpart von einem Sonic-Game irgendwie so in Bann gezogen hat. Oder eben Earthbound, dieser Geiges-Part, ne? Also Sachen. Aber um jetzt mal nicht so weit abzulenken oder vom Thema abzudriften. Ja, Januar, Februar möchte ich mehr Zeit für mich haben. Ich kann euch noch nicht sagen, wie viele Videos es geben wird, weil das wird jetzt auch davon abhängen, wie der Rest des Dezembers gelaufen ist für mich. Im negativsten Falle mache ich erstmal wirklich eine Woche so Echi Bulechi. Ich bin raus. Nein. Aber 3 Videos, nope. Also was ich anstrebe, das sind 1 bis 2 Videos am Tag. Und damit müsst ihr im Januar, Februar jetzt erstmal zurechtkommen. Danach wird es weitergehen. Und das kann ich euch versichern. Wisst ihr warum? Weil ich sehr viele Videos dafür schon habe. Und zwar, was viele immer anbetteln, wo es schon einen Trailer, Teaser, hoffentlich wie auch immer gab. Das ist Minecraft. Das Minecraft Together. Da liegen die Parts auf der Platte. Und ich sage euch, das ist schon das Let's Play 2015. Weil ich finde, das ist so rund. Und die alle gehypt waren bei meinen ersten beiden Minecraft Let's Plays. Und die sind so Schrott gegen diese dritte Staffel, wo eigentlich alles dabei ist. Wo jeder Part ein Event ist. Wo ich mit der Musik so viel Mühe mir gegeben habe. In geilem HD. Und. Ich erzähle mal nicht weiter. Ich will euch nicht. Das kommt im März. Einfach, weil ich mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen habe. Januar, Februar wird gechillt. Nur, weil es ein Together ist, haben wir schon im Vorhinein, die Caro und ich, sehr viel aufgenommen. Einfach damit, ja, damit ihr dann täglich Parts bekommen könnt. Ende März. Muss man aber gucken. Ich halte euch auf den Laufenden. Was jetzt wichtig, was jetzt erstmal projektmäßig weitergehen wird, sind die LPs, die noch nicht beendet worden sind. Mal gucken, wann dann Yoshi's Woolly World und Resident Evil erscheinen. Also sowohl das Resident Evil Remake als auch Revelations 2. Ich würde mich bei allen freuen, jedoch wenn sie erstmal warten, bis meine Pause um ist. Und selbst wenn, dann ist es mir auch egal. Ich werde nicht irgendwie auf Millionen Videos pro Tag umsteigen. Ich werde Januar, Februar chillen. So, und wenn ich euch privat noch was erzählen darf, an die Leute, die jetzt so lange mein Gelaber schon ausgehalten haben. Weil ich erzähle ungern privat, weil das ist so ein bisschen, das ist mein YouTube-Kanal und so. Aber trotzdem, ich habe in einem Mario Kart 8 Part schon mal über so ein Thema geredet, wo dann auch so Kommentare kamen und ehrlich gesagt war die Situation da schon ein bisschen leicht verändert. Und zwar, was die, was die Ex-Freundinnen anging. Und so, und habe ich auch erzählt, was ich so brauche, was mir gut tun würde. Bring mal so auf den Punkt, ja. Der Markus hat wieder eine. Nein, ich bin in einer Beziehung und schon ziemlich happy. Und das war auch ein Grund, warum ich so ein bisschen weniger Zeit hatte. Und habe das trotzdem hinbekommen, mit diesen 3 Videos am Tag. Obwohl ich dann mal gesagt habe, so eine Woche habe ich halt nur Zeit für meine Freundin und ich. Und musste halt vorher diese ganzen Videos schon machen. Und das war so ein Grund, das war so ein bisschen, wo ich dachte so, oh mein Gott, jetzt muss ich das machen. Das ist so ein bisschen nicht gut. Und jetzt verrate ich euch was, die ist den ganzen Dezember schon hier bei mir. Ich darf jetzt gar nichts Falsches sagen, gell? Aber, ja, muss ich mich auch dran gewöhnen, wieder aufzunehmen, wenn jemand anderes in der Wohnung ist, weil ich hätte schon... Ich sage jetzt nichts Falsches. Ne, also was da auch, ne, also schon als der Part online ging, da sah die Situation nicht mehr so aus, wie ich sie im Part beschrieben habe, ne. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht verraten. Ich sage euch nur, ich bin happy damit.
Und das ist vielleicht auch ein Mitgrund, aber wie gesagt, ich habe schon seit Juli gesagt, ist aber auch ein Mitgrund, warum ich ein bisschen mehr Zeit für mich und mein Leben haben möchte. Was, wie gesagt, ich betone es nochmal, nicht bedeutet, dass ich irgendwie YouTube irgendwie auf die lange Bank schiebe oder vergesse, weil, ja, ach komm schon, ich bin YouTuber und ich denke mal schon, im Januar, Mitte Januar wird schon irgendwie voll Bock haben, wieder zu Let's Playen und nimm den Controller in die Hand und das Mikro vor der. Ja, das wird auch wieder hoffentlich ein tolles Jahr mit vielen tollen Projekten. Also ich kann euch retromäßig schon so ein bisschen was sagen, was ich vorhabe. Das ist natürlich schon seit geraumer Zeit, schon seit Jahren habe ich Bock drauf. Auf Donkey Kong 64. Ich wollte es bringen, habe mir gedacht, komm, mach doch erstmal Donkey Kong Country. Und dann wird Tropical Freeze angekündigt. Dann denke ich mir, mach doch erstmal Tropical Freeze. Und dann denke ich mir, mach doch erstmal Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Und dann kam so viel dazwischen. Und jetzt kommt dann hoffentlich bald Donkey Kong 64. Ja, was haben wir noch im Petto? Pokémon. Schwarz, nee, weiß. Weiße Edition. Und weiße Edition 2. Und Pokémon Rot hätte ich eigentlich auch Bock. Zelda. The Legend of Zelda. Twilight Princess ist gefragt. Und. Und es gibt bestimmt wieder viele spontane Projekte. Sachen, die wir jetzt nicht mal im Entferntesten dran denken. Ich sag nur Tomodachi Life. Ich habe davon wirklich erst kurz vor dem Release erfahren. Und habe das gesehen und hab mir gedacht, ey, das musst du Let's Playen. Und ich hab's Let's Played und das war das Let's Play des Jahres 2014. Und ich denke mal, das kommen bestimmt noch Sachen, an die wir gar nicht denken. Auf jeden Fall 2015 geht's wieder rund. Nur im Januar und Februar, nicht so in dem Rahmen, wie man es bisher kennt. Ist ja auch bitter, wenn man so die, ich will nicht sagen kleineren Let's Player, ich sag mal die neueren Let's Player. Ich möchte einfach mal zwei Namen nennen und das sind Volo und Musician, die einfach so viel Videos raushauen, wo ich mir auf höchsten Qualitätsstandard 1080p, 60 FPS und boah, so viel und Livestreams. Ich denke mir so, was? Wie denn? Und dass vielleicht ich dann auch so ein bisschen dazu beitrage, dass die Szene, ich habe zwar keine Hoffnung, aber dass es wieder so ein bisschen zurückgeht, dass das, keine Ahnung, wenn du da 6 Videos am Tag hochlädst von 6 verschiedenen Spielen, da kommt doch keiner mehr hinterher. Das ist doch kein Event mehr. Früher war das so, boah, der hat ein Video hochgeladen. Das ist ja geil. Anschauen, egal was für ein Spiel es ist. Heute ist das Publikum einfach so widerlich geworden, wegen der großen Nachfrage. Aber ich würde mich freuen, einfach wenn das schon ein bisschen mehr so retro wird. Aber wenn ich mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze. Aber ganz ehrlich, nichtsdestotrotz, ich sag's gerne nochmal, bitte gönnt mir mal ein bisschen mehr Auszeit. Ich denke mir, die meisten von euch gönnen mir auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich werde, wie gesagt, trotzdem jeden Tag vor meinem PC hocken. Und ich habe mir auch vorgenommen, jeden zweiten Tag aufzunehmen. Das ist schon deutlich weniger, nämlich genau die Hälfte. Nicht jeden Tag aufnehmen. Das ist nämlich immer so meine Zielvorgabe, jeden Tag aufnehmen. Das schaffe ich ja sowieso nicht. Aber das wenn ich dann mal, ich würde auch gerne, vielleicht schaffe ich dann Januar, Februar, wieder ein paar mehr Videos zu machen, dass ich ein bisschen mehr Vorrat habe, weil das fehlt mir so. Wenn ich dann keinen Vorrat mehr habe, dann ist alles so gezwungen, so, boah, du musst jetzt weiter aufnehmen. Das ist nicht so ganz so pralle. Aber wie gesagt, Minecraft kommt ja im März und dann geht's weiter mit ganz vielen nicen Projekten. Das sei gesagt, falls jetzt irgendjemand fragen wird, in den Kanalkommentaren, in den Videokommentaren von den kommenden Videos. Warum machst du so wenig Videos? Was ist los? Oh mein Gott! Bitte sagt es ihm, was Tatsache ist. Oder sagt ihm, schau dir das Silvester-Video an. Da erklärt er alles. Aber obwohl ich habe jetzt schon so viel geredet schon wieder. Das hört sich doch kaum einer an. Ich gucke mir die Zuschauerbindung am Ende an, ja? Aber so ein Laber-Video muss auch mal sein. Früher gab es die öfters, ne? Diese einfach, wo ich drauf losgequatscht habe. Und ich erzählt habe, was bei mir abgeht, was mit den Projekten abgeht, was ich so vorhab, kam eigentlich immer gut an. Ist auch ein bisschen ausgestorben, aber wegen diesen Videospam. Ach ja. Also, wie genau das wird im Januar, Februar, weiß ich nicht, aber es wird deutlich weniger. Wenn ich wirklich den Kopf unter meinem Arm habe, ja, also quasi so durch den Wind bin, dann kommt doch mal einen Tag kein Video. OMG, ja. Ich bin nämlich der letzte Let's Player, nicht wie in meinem Video gesagt, der letzte Let's Player, der seit 2010 bis heute ausnahmslos jeden Tag Videos veröffentlicht, der letzte deutschsprachige Let's Player. Ich habe nämlich gesagt, das war Gronkh, aber hinterher habe ich erfahren, dass Gronkh 2011 an zwei Tagen kein Video hochgeladen hat.
Sachen gibt's. Ne? Und vielleicht wäre es für mich mal an der Zeit. Nun gut. Das war's. Dann bleibt mir nur eins zu wünschen. Ihr seid die Besten. Ja, wegen euch habe ich diese Auszeichnung im Flur hängen von wegen 100.000 Abonnenten. Das seid ihr. Oder sind schon viel mehr als das. Und kann gar nicht beschreiben. Für mich kommt es immer so rüber. Ich bin immer noch derselbe Nerd, der vor seinem PC sitzt und mit seinem PC redet, total abgespaced. Und ja, keine Ahnung. Eigentlich total Paranoia. Ja, ich sitze hier und rede mit meinem PC. Hier ist niemand da. Hallo? Nein, keiner da. Voll die Selbstgespräche. Das ist total krank. Aber das ist moderne Unterhaltung. Nein, ich fühle mich immer noch genauso. Ich fühle mich eigentlich noch, bevor ich Let's Player war. Okay, da habe ich nicht so geredet, ne? Also so frei. Ich hatte ja vorher schon YouTube-Kanäle. Da habe ich sogar ein Video gemacht, wo ich geredet habe. Es ist schade, dass ich das nicht mehr habe. Ich hätte das mal als Special gebracht irgendwie. Und da war ich nämlich noch viel, sag mal, leiser und verlegener als in den ersten Let's Play. Videos und irgendwie so ganz schlechte, das war nämlich die Audio von einer alten Digicam irgendwie, ach so brutal schlechte Audioqualität. Das habe ich als Displayer mal wieder gefunden, 2010, habe das als so schlecht erachtet, dass ich es direkt gelöscht habe, inzwischen bereue ich das, aber egal. Naja, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung, ich bedanke mich fürs Anhören, ich wünsche euch ein schönes Silvester, wo ihr auch seid, was ihr auch macht. Ich wünsche euch ein super tolles Jahr 2015 mit geilen Games, mit viel Spaß auf YouTube, auf meinem Kanal unter anderem. Und ach ja, ganz wichtig, ja, wenn ihr jetzt Januar, Februar irgendwie euch denkt so, boah, schade, dass der LPM nicht so viele Videos macht wie sonst. Die deutsche Empfehlung, komm, geht doch mal, schnappt euch irgendein Projekt aus der Let's Playlist und schaut das mal durch. Weil es gibt so viel geiler Kram, ihr könnt euch alles von 2014 und 13 anschauen. Ich gebe euch mal ein paar Empfehlungen mit auf die Liste. Zelda Majora's Mask, solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Pokémon Heart Gold, wäre richtig nice. Earthbound, wer es noch nicht kennt. Dann Pokémon Snap, kurz, aber geil. Pokémon Feuergrün, sehr viel Humor. Banjo-Tooie, Sonic Lost World, Rayman Legends, boah, geiles Spiel. Ey, ich würde es am liebsten againen, geiles Wort, Let's Play again zu machen. Mit der PlayStation 4 Version und mit meinen neuen 60 FPS und so. Ah, Eternal Darkness, total der Geheimtipp, ja. So viel Sachen dabei. Pikmin 2, oder egal, Pikmin 1, 2, 3, alles, komm. Metroid Fusion. Schade, dass ich alle Metroid-Spiele, alle guten schon durch habe. Und. Resident Evil 6. Zieht euch rein, Jungs und Mädels. Super Mario Kart. Dead or Alive 5 hätten wir da noch. Ich scroll hier ein bisschen runter. Ja, und der Rest ist schon ein bisschen so älter, wo ich mir so denke, okay, könntest du besser machen. Gut, ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe ja alles gesagt und ich bedanke mich fürs Ansehen. Wer bis hierher angehört hat, der muss jetzt auch einen Kommentar schreiben, den ich dann nächstes Jahr lesen werde. Tja, das war's und wie gesagt, wir sehen und hören uns in gedämpfter Version, aber dann geht's mit purer Motivation, mit einem geilen Neustart im März weiter, vielleicht sogar mit einem so epischen Trailer, damit ihr auch ja alle wieder am Start seid, ne? Okay, das war's. Danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.